Hier ist aus Holland der weltbeste, schnellste Magier aller Zeiten. Herzlich willkommen, Hans Klok. Hans Klok, meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Ich habe Sie ja schon des Häufigeren gesehen bei so großen Shows, wo man richtig Platz hat, was aufzubauen. Genau. Sie brauchen schon ein bisschen Platz, oder? Immer, ja. Ja. Das ist in unserer ärmlichen Behausung hier kaum möglich, diese Sensation. Es geht hier auch. Ja? Ja, ich versuche vielleicht Ihnen etwas zu lernen. Was Kleines aber, oder? Ja, ein Magic Trick. Ein kleiner Trick, ja klar. Ja, okay. Kommen Sie mit. Ja. Wir brauchen ein bisschen Platz. Das ist jetzt so ein klassischer Trick, oder? Ja, ist eigentlich mein erster Trick, habe ich gelernt von meinem Großvater. Ja. Und das Einzige, was Sie machen, ist, nur, mach mir nach, do what I do. Ja. Ja, okay. Soll ich auch mal das runter machen, wie Sie die Treppe runtergekommen sind? Ist mir egal. Ja, nein, das muss man ja auch, wenn Zauberer, das ist eigentlich für mich das, die große Kunst beim Zaubern, sind diese Bewegungen, die man immer, wenn man irgendwo langgelaufen kommt. Man muss ja diese, in der Zwischenzeit, während alles verschwindet, muss man ja immer. Ja, oder? Das gehört dazu natürlich. Die Leute sollten glauben, dass du das wirklich machen kannst. Ja, das ist ja schon wirklich, ich habe mal Siegfried und Roy gesehen. Ja, das ist super. Ja, ist aber ärmlich gegen das, was ich von Ihnen gesehen habe in der Fernsehshow. So. Okay. Zeitung. Achso, eine ganz normale Zeitung. Ja, genau. Es ist eine holländische Zeitung. Aber es ist eine holländische Zeitung? Ja. Ah, hier, guck mal. Deluxe van een Bad. Genau. Ja? Ach, so eine Badezeitung. Zeigen wieso. Overloper, dit Bubbelbad kun je lekker tot de rand vullen. Alles, ja. Ich hab's schon sogar verstanden. Nein, deine Aussprache ist ziemlich gut. Overloper. Es geht hier um diesen Whirlpool. Und Whirlpool heißt auf Holländisch Bubbelbad. Heißt es so? Genau, Bubbelbad. Den Bubbelbad kun je lecker tot de Rand füllen. Genau. Das Bubbelbad kann man, also den Whirlpool kann man bis zum Rand füllen. Ja. Okay. In all gutst het water over de Rand. In all gutst het water over de Rand. De Floor blieft droog. De Overloopring. Ach so, wenn da kann man bis zum Rand füllen, dann läuft das hier über den Überlauf. Stimmt, ja. Kommen wir vom Thema ab ein bisschen, oder? Nein. Ist okay. Bovendien, ebenfalls. Wordt je in de royale Whirlpool Missouri van de Höschdesign van alle Kanten angenehm gemassiert. Das ist alles, ich verstehe es. Ja, super. Also, wir müssen schon anfangen. Genau, von dann an wird man sozusagen vom Royal Whirlpool Missouri von allen Kanten angenehm gemassiert. Massiert, genau. Oval, achte, korrekt, doch hoch und der Okay. Alright, okay. So, okay, weiter. Also jetzt erstmal zum Trick. Entschuldigung. Okay. Okay. Sie zeigen die Zeitung wie so. So? Ja? So. Okay. Dann machen Sie die. Ein whole new fashion. Ja, dann machen Sie wie so. Okay, was muss man machen? So? Ja, genau. So, und dann. Ach so, so. Ja, okay. Und auf der Kante. Okay. So? So? Okay, sehr gut. Sehr gut. Alright. Ich habe gerade Talent. Oh. Moment. Alright, okay. Und dann machen Sie da einen Paket von. Wieso? Ja. Bisschen pusten. Einen Paket von machen? Ja. Und dann das Einzige ist, wie so. Das ist ja nur ein ganz kleiner Trick. Sie lassen ja richtig Menschen verschwinden. Ja. Aber sowas von schnell. Ja? Also, das kann man sehen, Sie gehen auf Tour, nicht wahr? Mit ab 27. Dezember sind wir auf Tournee. Wir haben Weltpremiere in Hamburg. Und dann 27. Dezember. Dezember, ja. Weltpremiere in Hamburg. In Hamburg und dann gehen wir durch ganz Deutschland.
Ist das so vom Style her? Die Magier sehen ja alle ähnlich aus, ein bisschen. Immer so blonde. Muss nein, das so sein? Nein, glaube ich nicht. Es sind nur nicht so viele. Wir haben die Siegfried und Roy, David Copperfield. Und ja, Leute, manchmal sagen ja, du siehst ein bisschen aus wie Siegfried, aber. Das stimmt, so ein bisschen. Ja. Obwohl, als ich Siegfried gesehen habe, wann waren wir in Las Vegas? Vor einem Jahr etwa. Die sind ja mittlerweile auch schon alt geworden, kann man sagen. Ja, aber was die gemacht haben, die beide für Magie allgemein, ist natürlich unbedingt super. Das ist unglaublich, ja. Die Tricks, die sie erfunden haben. Und da sind wir alle sehr dankbar für. Ja, Siegfried macht mittlerweile diese Bewegungen, sind ganz klein geworden, weil er, glaube ich, Hexenschuss oder sowas hat. Macht immer nur das so. Das weiß ich nicht. Nur noch so aus dem Handgelenk. Aber sehr gut, sehr gute Show. Sehr nette Menschen. Ja, also, ihr kennt euch untereinander sozusagen. Ja, wir haben Kontakt mit jedem Magier natürlich. Und wir wechseln auch ein bisschen Geheimnissen aus Mittagkammer. Da werden schon auch mal die Tricks dem anderen verraten. Was? Die Tricks werden verraten. Ja. Also, der Siegfried sagt hier, pass mal auf, ich sag dir mal, wie das geht. Genau, stimmt, ja. Wie ging das mit der Zeitung? Gut. Ja, sehr gut, verstehe. Also ab 27. in vielen Städten Deutschlands, große Tournee. Wie Berlin, wir gehen 3 Tage nach Berlin, wir gehen nach Munich, München, überall. Wie groß ist so eine Show, wie lange dauert so eine Show? Diese Show heißt History of Magic. Ja. Das ist eine Riesenshow, es geht über die alte Geschichte, die vergangene Zeit, wie das alles angefangen hat. Mhm. Wie war die erste durchgezeckte Jungfrau, wie war der erste Magier. Und das geht darum. Und auch wie Magie in der Zukunft aussehen sollte. Und das ist mit einem riesen Licht, Laser, Bild. Es ist ein bisschen ein Rock-Magic-Show. Die Musik ist auch gar wichtig. Ja. Und so Frauen zersägen machst du auch noch? Nein, das ist ein bisschen altmodisch. Das machen wir nicht mehr. Aber wir machen Riesensachen. Das Ende ist, dass ich schwebe zusammen. Durchlasern. Das wäre eine moderne Form, oder? Genau, das habe ich gemacht, aber das war vor 4 Jahren. Ah, okay. Aber ich mache große Tricks, aber zwischen die großen Tricks auch die kleinen Nummern, weil ich glaube, Leute, die nach meiner Show kommen, sind immer interessiert in Magie. Ja. Und ich kann auch mal vorbeikommen und ein bisschen holländisch aus der Zeitung vorlesen. Was halten Sie davon? Ein guter Trick von mir persönlich. Ich glaube, das ist immer ein bester Trick. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Noch ein kleines Geschenk? Ja. Was? Ja, es ist hier. Ah, was ist das? Ja, verschick bitte. Ich versuche ein bisschen Gedanken zu lesen, wenn das möglich ist. Sie sollten denken an jeden, den Sie wirklich mögen. Ich soll an jemanden denken, den ich wirklich... Ja, nur denken. An den ich wirklich mögen. Think about somebody you really like. You really like? Yes. Ich kann ja alle nicht ausstehen. Nein. Okay. Versuch okay. das, ja? Ja, okay. Let me see. Wenn das jetzt klappt, dann weiß ich nicht. Claudia? Nein. Klump? Heidi? Was? Heidi Klump? Nee. Okay. Dann mache ich das mit Magie. Oh, sensationell! Das ist ja Hammer. It's a present. Dankeschön. Vielen Dank. Hans Klock, meine Damen und Herren. Okay.